Liebe YouTube-Freunde, herzlich willkommen im Reich der Milliardäre und was euch keiner sagen wird. Ich fange mit einer leicht perfiden Story an. Es ist nicht so ganz lange her, dass ich einen 1861er Chateau Lafite getrunken hatte mit einem der wichtigen Organe, also Personen des großen Rohstoffhändlers der Welt. Und dieser Wein kostete 100.000 Euro die Flasche. Und dieser sportliche Schluck ungefähr 10.000. Crazy? Keineswegs. Weil damals, selbst in schlechten Jahren, war mein durchschnittlicher Tagesverdienst 100.000 Euro, manchmal auch 200.000, 3.000 Euro. Es gab Tage, an denen habe ich 10 Millionen, 20 Millionen Tage verdient. Dieser Schluck war ungefähr 7.000 Euro. Nur ein Unterschied zu anderen, diese Flasche hätte ich nicht geteilt, ich hätte sie auch nicht gekauft, ich hätte es vielleicht geteilt, wenn aus der Flasche eine Rendite entstanden wäre, aus den 80.000 von anderen Euro getrunkenen Leuten, dann hätte ich vielleicht mit einem Return von 1-2 Millionen aus dem Abendessen mir das überlegt. Und die Milliarde wird leicht schlecht und mager verstanden, weil ihr kennt Leute, wow, der ist reich, der hat 10 Millionen, oder im Social Media Bereich, wow, die haben 40 Millionen Umsatz. Uninteressant. Umsatz 40 Millionen, da muss ich 25 Mal mehr machen, um auf eine Milliarde zu kommen. Es ist erst Umsatz, 10 Millionen Gewinn. Was ist das? Nothing. Und wir dürfen uns jetzt mal etwas überlegen, wie selten das ist, natürlich aus deutscher Betrachtung. Das Verhältnis der Milliardäre zur Gesamtbevölkerung ist 1 zu grob 800.000, also ungefähr, wenn man Frankfurt sieht, ein Milliardär auf ganz Frankfurt. Na gut, da ist eine höhere Dichte. Etwas tragisch, etwas ernüchternd ist, dass leider nur jeder fünfte Selfmade ist. Vier Fünftel, also 80%, sind tatsächlich Erben. Und von diesen 20%, sagen wir mal lieber von den 20 Mannequins, die Selfmade-Milliardäre, davon ist die Hälfte gefördert, gefordert, intensiv programmiert in einem MK-Ultra-Fortschrittsprogramm. Gegen die zu konkurrieren ist äußerst schwer. Ich war auch in einem so einem Programm und sie sind ausnahmelos Erben oder Unternehmer. Vielleicht schafft das Herr Döpfner, den ich kennenlernen durfte, von der Bildorganisation, Springer-Organisation, als Angestellte, aber Milliardäre sind Unternehmer. Das dürfte man so festhalten. Und die Listen, die ich kenne, auf denen ich selber war, der Reichsten, da fehlen wichtige Namen. Da fehlen auch Agglomerationen, das heißt verschiedene Familienzweige, die sich über die Jahrhunderte entwickelt hatten und differenziert hatten. Diese Agglomerationen und die nicht draufstehen. Das sind die wichtigsten, über die werde ich heute nämlich nicht reden, denn das ist absolut tabu und suizidär. Und diesen Schwur hat man gemacht, wenn man selber in diesen Kreisen sich bewegt hat, man plappert seine ehemaligen Kollegen nicht aus. Und diese Vermögen sind sensationell gut geschützt. Und ich spiele mal ein Bild ein von meiner Villa, damaligen Villa in Mallorca, da war ich der Sunny Boy. Bevor mir nachgesagt wurde, ich wäre der Antichrist der Finanzwelt gewesen, hieß ich Gentleman Kurskiller. Kultiviert, recht gut erzogen angeblich, aber eiskalt. Und ich war damals ein Riesenarschloch. So. Wenn ihr euch mit dem Thema noch mehr beschäftigen wollt, dann ist Dan Pena, P-E-N-D-A-N, Dan Pena, P-E-N-A, eine extrem gute Referenz. Ich würde ungern mit Dan mehr als 1-2 Stunden verbringen, weil ich würde mich
mir selber auf den Sack gehen. So, Denkfehler. Milliardär oder sehr reich und sehr berühmt, kann sich zu einem Job entwickeln, ist aber nicht unbedingt ein Beruf. Und ausnahmelos, weil ich Dutzende von Milliardären kenne und auch betreut habe, kein einziger hatte die Vision, ich werde Milliardär. Die Leute, die so denken, die sind zu viel mit Zielen beschäftigt, nicht mit dem Wesentlichen. Auf das Wesentliche gehe ich gleich ein. Das ist nämlich bei allen Unternehmermilliardären eine Vision. Meine Vision war Anfang 20, Mitte 20, ausgebildet in der Harvard-Universität, zweifach mit Abschluss. Ja, ich habe eine enorme Chance, moderne Kapitalmarktpraktiken wie Leerverkauf, Greenmail, Rating in das verschlafene Europa und den verpennten deutschen Kapitalmarkt zu bringen. Und dazu kam auch noch die Nasdaq. Die Deutschen lieben es zu spekulieren. Sie gehören zu den großen Rohstoffspekulanten, Optionsinvestoren und so weiter weltweit. Es fehlte nur der neue Markt. Eine Flutwelle von, sagen wir mal, vielversprechenden Unternehmen, von denen die meisten ihr Versprechen nicht gehalten haben. Und das Ding habe ich begleitet. Das war meine Vision. Und jetzt kommt das auf die Psyche dran an. Was haben diese Unternehmer gemeinsam, diese Milliardenunternehmer? Nummer eins sein. Nummer eins sein. Zumindest in der Epoche, in der ich das geworden bin. Und eine ganz klare Prost auf euch erstmal. Santé. Was kann ich bieten, was andere nicht machen? Und was kann ich noch besser machen? Ich schaue mir die Marktführer sehr genau an. Auf dem Milliardenweg, Milliardärspfad. Kann ich das toppen? Kann ich hier was Besonderes darstellen? Ja, was ist denn überhaupt meine Lebensberechtigung? Was ist mein Konkurrenzvorteil? Und mein Alleinerkennungsmerkmal? Ist es die Zigarre? Ist es dieser schillernde Auftritt damals gewesen? Eine Fuck-off-Attitüde, ihr könnt mich mal. Ich weiß es nicht so genau. Aber eins war auch wichtig. Extrem nützliche Netzwerke zu schaffen, in denen sich eine Partei mit einer anderen oder mit mehreren Parteien ständig befruchtet. Also ein Informationstausch, der zu mehr Erfolg führt. Ja? Und natürlich haben in diesem Netzwerk Loser, Wertvernichter, Quengler, professionelle Skeptiker und Zyniker nichts zu suchen. Sie nehmen uns den Atem weg und vermindern unser Kapitalpotenzierungspotenzial. Beispiel, was war in Deutschland los? Ja? Das war die Deutschland AG. Da hielt irgendwann mal die Allianz in der Deutschen Bank Anteile. Die Deutsche Bank hielt dann Mannesmann Anteile. Mannesmann gehörte zum Teil der Münchner Rück und so weiter. Und das brach alles so auf. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Die wussten gar nicht, wo der Zug hinfuhr. Und ich kam in diesen Markt mit Cutting-Edge Wall Street-Fähigkeiten, die ich bei Merrill Lynch, Fidelity und anderen Unternehmen und Instituten gelernt hatte. Übrigens auch Tweedy Brown. Darauf waren die nicht vorbereitet. So viel Aggression. Ich greife etwas vor. Manager Magazin titulierte mich einst als einer der 10 aggressivsten Investoren weltweit. Das war meine Marge, Aggression. Weil sie waren alle so pazifistisch, so freundlich und so nett und so. Fühlten sich sowohl in den Vorstandssesseln, bis ich kam, und irgendwann auch einer der 14 einflussreichsten Investoren. Die nächste Grafik seht ihr, das ist die WCM, die hielt sehr viele Aktien in der Commerzbank.
Und die wurde, ja, die ist pulverisiert, die hat sich eigentlich auf gar wenige Cent aufgelöst, weil sie ihre Bilanz aus meiner Sicht nicht transparent und Risiken dargestellt hatte. Und sie war ein äußerst spekulatives Unternehmen. Oder die Bremer Vulkan, gibt es einen Beitrag, mein großer Börsencoup, allesamt Unternehmen, die komisch bilanziert haben, wie Wirecard, die überschuldet waren, die keinen richtigen Cashflow hatten, aber dafür enorme Risiken. Und gleichzeitig konzentrierte ich mich auf, das sagte man in einem Deutsche Welle ARD-Video, da gab es diese HOM-Aktien wie Clunavail in Australien, 30 Cent entdeckt, Kursspitze 45 Austral-Dollar, oder der jüdische Dating-Service JDate verkörpert in einem Matchnet, 30% bei $300.000 gekauft, Spitzenwert an der Börse dieser 30%, 120 Millionen Euro. So wird man Milliardär, kaltschnäuzig und in meinem Fall mit einzigartigen quantitativen Modellen. Heute heißt das künstliche Intelligenz. Erster sein. Wie werde ich Milliardär? Das ist der erste Teil dieses Videos. Ich muss doch verstehen, dass technologischer Wandel, gesellschaftlicher Wandel und Chaos die besten Chancen sind, aufzusteigen und enorme Summen zu verdienen. Alles das hatten wir zwischen 1982, eigentlich schon zwischen 1979 und 2007 ungefähr grob ein Vierteljahrhundert. Was macht der Milliardär? Er setzt Prioritäten. Alles neben seiner Aufgabe ist Nebensache. Es gibt keine dummen Feste und Feiern oder Events, nur wenn es die Aufgabe fördert, Nummer 1 zu sein. Merkt euch das, Nummer 1 zu sein, nicht Nummer 2, Nummer 3. Und so banale Sachen wie Haushaltspflichten, Müll rausnehmen, Mülltonne machen, Spülmaschine anwerfen, Windeln wechseln nicht mal, habe ich keine 10-mal gemacht bei 2 Kindern. Bin ich stolz drauf? Nein. Aber ich erkläre, wie das alles geht. Sehr früh, Mitte 20, eigenen Fahrer und Bedienstete. Ich erinnere an einen Geburtstag. Ich grüße mal meinen Freund Alex Mensche, Langjährigen. Das ist so ein Hochzeits- oder Verlobungsfest, ich weiß gar nicht mal. Ich hatte Alex gesagt am Telefon, ich komme da gerne hin, wenn da ein paar Player sind, Schwergewichte. Weil das kann ja eine Stunde dauern, bis ich da Handshake gemacht habe und so auf nett. Da kam ich dahin und aus meiner Sicht waren das alles so Landesliga, Regionalliga, bestenfalls dritte Bundesliga war da präsent. Also Leute, mit denen ich absolut nichts zu tun haben wollte. Und anstatt ihn zu gratulieren zu seiner Hochzeit, habe ich erstmal angeschissen. Du hast mir gesagt, hier sind ein paar Player, hier sind doch nur Dünnbrettbohrer. Ah, okay, by the way, herzlichen Glückwunsch, Patricia, Alex, viel Erfolg. Und hatte mich verpisst, es war keine 17 Minuten, glaube ich. Voraussetzung ist Einsatz, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr Milliardär werdet, indem ihr ein bisschen Bitcoin kauft, ein Lucky seid, ein bisschen Glück habt. Are you crazy? Das verliert er genauso schnell wieder. Sieh die letzte Bässe bei Bitcoin minus 80%. Und ich kenne keinen Jack Ma, der sagt, oh, dafür brauche ich eine 72-Stunden-Woche. Nice. Wenn ich sage net, dann ist das eine Beleidigung, net Jack Ma. Ich glaube kaum, dass du das mit 72 Stunden geschafft hast. Versuch mal zwischen 72 Stunden und 120 Stunden Arbeit pro Woche. Es gibt nur 168. Go figure. Und Familie, Partner, Kinder, Freunde. Jetzt wird's hart. Auch darauf bin ich nicht stolz. Mit wenigen Ausnahmen, so wie die Geburt vielleicht oder der Hochzeitstag vielleicht.
stehen dann an zweiter Stelle, an dritter Stelle, an vierter Stelle. Don't mess with my business plans. Ihr folgt mir, oder? Es hört sich alles etwas crazy an, aber ich hatte mal ein Video gedreht, Frage einen Milliardär mit 3,6 Millionen Aufruf, da habe ich bewusst damals maximal ein Drittel der Story erzählt. Heute kriegt ihr fast die ganze Story. Also ihr habt es verstanden, totale Disziplin und Fokussierung aufs Materielle prioritär. Und die Vorteile, damit fange ich an. Man lebt in der Außenwirkung, man ist sich einer Aufgabe verpflichtet, man ist in einem gewissen Flow, man wirkt auf einige arrogant, abweisend, man ist schillernd, Milliardäre sind keine Arschlöcher, sie gelten als exzentrisch oder wie es mir von der FAZ zugesagt wurde, das Enfant terrible. Deutschlands, das schreckliche Kind wird erwachsen, wurde ich aber nicht. Natürlich hat man Macht. Andere haben Angst vor dir. Du hast teils Privatarmeen, in meinem Fall eine Flut von internen, externen Anwälten, Connections zur PKK und zur IRA, wenn es hässlich werden sollte. Zweiter Vorteil, man kann alles haben und kaufen. Zu meiner Zeit, wenn ich wollte, ein Land. Man konnte Wahlen beeinflussen, wie in Liberia. Da war ich Sonderbotschafter, habe die Präsidentschaftskampagne von Sirleaf Johnson unterstützt, aber auch von George Weah, einst Weltfußballer des Jahres, aber noch nicht geeignet, dieses Land zu führen. Präsident Sirleaf Johnson schon. Oder die FDP mit einem Dr. Conny B. mit einem kleinen illustren Kreis saniert, Anfang der 2000er Jahre. Die waren nämlich nahezu zahlungsunfähig und pleite, in der Erwartung, dass sich das mal auszahlt, vielleicht. Das waren keine Geschenke, aber es waren erwirtschafteter Cashflow. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die immense Ego-Rendite. Weltweit damals war ich einer von 5 Millionen als Milliardär und leidete leicht an Überheblichkeit, einem komischen, so perversen Gottkomplex, Master of the Universe. In Hotels bekam ich immer die beste Suite. Es gab, wenn ein Restaurant ausgebucht war, immer den besten Platz für mich. Ich konnte sogar als Großaktionär, also mit grob 30% vom Borussia Dortmund, konnte ich in jedem der Top 20 Fußballclubs hatte ich VIP-Privilegien, kam sofort in die VIP-Box und hatte jahrelang Tickets kostenlos im VIP-Bereich, natürlich zu allen Bundesliga-Vereinen. Bin ich nicht einmal hingegangen, weil sehr, 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 sehr viel Geld kann bedeuten, sehr, 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 sehr wenig Zeit. Okay. Und jetzt gehen wir mal in den Kern dieser Psyche der Milliardäre. Da bin ich Experte, ich bin halt kein Referent, ich bin kein Laberkopf. Ich verschöne es jetzt nicht mehr. Ich rede mal über Nachteile und Ursprung. Und da ich so viele kannte und selber einer war, haben sie alle eines gemeinsam. Einen enormen Mangel, nahezu ausnahmelos, schwer traumatisiert, fast immer gespalten. Also das wahre Ich ist meilenweit von der Pseudo-Identität entfernt. In meinem Fall wurde ich 5 Jahre von meinem eigenen Vater durchgebumst. Unter der Ägide und dem Wissen meiner Mutter. Mit 18 wurde mir dann mitgeteilt, warum gab es so wenige Umarmung, so wenig Liebe, so eine abscheuliche, brutale Gewalt. Und dann wurde mir sehr rational erklärt, weil du in einem Programm bist, du wirst gefördert, du wirst
kaputt gemacht, dann wirst du wieder aufgebaut und deine Energie wird in den Erfolg kanalisiert. Ein sehr ernüchterndes Gespräch mit 18 Jahren übrigens. Aber diese Emanzipierung vom Vater, die trat ein mit 13, indem ich ihn relativ rücksichtslos auf den Boden prügelte und mir überlegte, ob ich ihn jetzt noch mit den Füßen ins Gesicht trete, sah das jämmerliche Gesicht und sagte, Prost, auf dem Niveau möchte ich mich nicht bewegen, die Gewaltphase ist vorbei, Jochen. So, und dann kam ich nach Harvard, meine Sponsoren, einer der mächtigsten Industriellen Deutschlands, und das meine ich mit fördern und fordern. Josef Neckermann, der Versandhauskönig mit über 30.000 Angestellten, damals im DAX, glaube ich, abgebildet. Und einer der einflussreichsten Banker Deutschlands. Sicherlich war ich begabt, aber ich wurde gefördert. Also klar. Das Fördern und Fordern MK-Ultra-Programm in der modernen Form beruht auf Aufmerksamkeit-Liebe nur über besondere Leistungen. Und mit denen wollt ihr konkurrieren, mit diesen schwer gespalten, psychopathisch, soziopathisch veranlagten, außerordentlich durchtrainierten Algorithmen, in meinem Fall Gelddruckmaschine, mit denen wollt ihr am Markt konkurrieren? Viel Spaß. Ihr habt fast gar keine Chance. Und bei den Milliardären kommt noch was dazu. Die Kanalisierung, also das ist so eine Art menschliche Kernspaltung, um besondere Kraft und Exzellenz zu produzieren, bedeutet in der Umsetzung 3 Tage durcharbeiten, entspannt ohne Drogen, wenn man so crazy ist. Es gibt Ausnahmen. In der Milliardärsliste der ehemalige DM, Drogerieeigner, führt aus meiner Sicht ein extrem menschliches, empathisches und ethisches Unternehmen. Für mich ist das ein Vorbild. Aber ansonsten fiel mir auf in Harvard, hey, da sind ja noch einige, die sind noch verrückter als ich und noch durchgeknallter. Okay, Elite, Elite, Elite. Und was ist noch ein Nachteil des Milliardärs, des Extremmilliardärs, nicht mal? Kein Mitgefühl. Nicht im Herzen, niemals. Immer im Kopf. Und dann kam von mir selbst dieser verrückte Spruch, zu viel ist niemals genug, weil die Leere im Inneren, also wirklich im Inneren, was uns wirklich ausmacht, die existiert doch nicht. Und ich versuchte die 35 Jahre von außen zu füllen mit 8000 Quadratmeter Wohnfläche. Ich glaube, es war in 10 Ländern, nicht Grundstück, Wohnfläche. Davon teilweise die Hälfte nur für mich allein. Eine Superjacht, 2 Jets, dazu mehr gleich. Und ihr könnt mir eins glauben, dieser Milliardär ist in der Spitze der einsamste Mensch. Und wenn er ganz weit unten ist, wie ich in der Auslieferungshaft in Italien, eigentlich immer noch alleine. Könnt ihr mit dieser Einsamkeit umgehen? Und ihr habt Trittfettfahrer ohne Ende, Parasitendicht ist extrem hoch. Du kannst auch keine Freunde haben, weil es dir nicht wichtig ist. Du darfst dich nicht beklagen, die Freunde sind dir scheißegal. Und dann bedeutet das natürlich, Menschen, die sich verarscht fühlen, gehen in die Vendetta, in die Rache. So, die Spaltung. Ich gehe ins Fazit. Ihr seht da ein Bild von mir, das ist damals für den Stern aufgenommen worden. Einmal der betende Florian, einmal der
Arsch. Wer heute noch seine Frau Kate nervt, weil das Ding ist nicht ganz tot. Das kommt immer wieder nach oben. Und das ist meine eigene Herausforderung. Aber ich atme, ich rede mit euch, als würdet ihr vor mir sein und nicht irgendwelche entfernte Objekte. Ich bin nämlich jetzt relativ oft glücklich, aber auch relativ oft traurig. Das kannte ich nicht. Glaubt ihr, ich konnte eine Waschmaschine bedienen oder eine Kaffeemaschine oder hat die den leichtesten Schimmer, wie man putzt oder wie man irgendwie sagt, bohnert, einen Boden? Nothing konnte ich. Ich konnte nicht mal einkaufen. Und 2007 kam ein Ausstieg. Das ist passiert selten, weil wenn du aussteigst, wird das nicht gut gesehen. Und noch kritischer wirst du gesehen, wenn du Informationen in die Masse trägst. Das ist halt ein Bestandteil des Transfers, des Wissenstransfers, den ich mir zur Aufgabe gemacht habe. Aber die Milliardärsformel hat auch nicht für mich funktioniert. Ich hatte die Trophyfrau, ich hatte das Macht und die Vermögen, ich hatte alle denkbaren Spielzeuge. Es hatte mit 46, 47 nicht funktioniert, ich war leer. Leerer als eine Sexpuppe ohne Luft. Ich hatte eine wunderbare Yacht. Das Foto seht ihr ja. Und meine Idiotie war, Gott sei Dank habe ich sie irgendwann erkannt, mehr Konsum ist nicht mehr Glück. Was uns vermittelt wird, das Haus, die Villa in Heiligendamm oder auf Sylt oder auf Mallorca mit der entsprechenden Frau, den weiß gekleideten Kindern, mit der Yacht vor der am Strand direkt am Liegeplatz und dem Privatjet auf dem Privatflughafen von Palma. Bullshit, es funktioniert nicht. Und ich hatte mir ernsthaft überlegt, mir eine 80 Quadratmeter Yacht zu kaufen, ihr seht das Foto, um glücklicher zu sein. Aber ich bin doch ein Algorithmus beim Investieren, mega wertneutral, sehr strukturiert. Das heißt, ich stelle mich auch mal neben mich und sage, irgendwas stimmt in der Formel, in der Gleichung nicht. Ja? Ich fühle mich scheiße, leer. Mein Privatleben gibt es nicht. Mein Fun-Leben gibt es auch nicht. Und meine Familie zerbricht gerade. Und ich glaube, ich kann das kompensieren mit einer 80-Meter-Yacht. Don't think so. Ich hatte so einen netten Pilatus-Jet. Sieht das Foto? Passt 9 Leute rein. Eigentlich sehr aus. Sehr, 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 sehr gut. Sehr gutes, verlässliches Flugzeug. Kann man auch auf Kleinflughäfen landen. Hier ist das Interieur, das Innenleben. Da konnte ich gut pennen. War klasse. Aber musste es denn jetzt ein Flugzeug für 40 Millionen sein, damit ich von Frankfurt ununterbrochen direkt und recht schnell nach New York kam? Und erwartete dann, dass ich glücklicher bin. Also irgendwann kam die Reflexion auch über das Gefühl und die Seele war nicht gänzlich zu Tode gemartert und verschwunden. Und dann kam seit ungefähr in den letzten 15 Jahren, das hat sich nicht über Tag und Nacht entwickelt, ein Gespräch mit Professor Ruppert. Schaut euch doch mal das Video an, was ich mit dem gemacht habe. Es hat keine besonderen Aufrufe, aber es ist inhaltlich wertvoll. Professor Ruppert, der hat mir gesagt, es geht doch nur um 3 Sachen. Das stimmt nicht ganz. Ich sage euch gleich was noch dazu. Lieben, leben. Und geliebt werden, das versuche ich mit meinen Kindern. Das gelingt mir nicht, weil ich so ein abgefuckter, kalter Typ war, der kaum präsent war im Herzen, weder noch großartig im Herzen noch im Geist, aber natürlich wirtschaftlich, weil meine Kinder so vollgestopft mit Geld in ihren Trust Funds, dass meine Tochter noch in den frühen Teenage-Jahren dachte, die dachte das wirklich, dass alle einen Privatjet haben und multiple gigantische Anwesen, Schlösser, Palazzi,
Mühlen, Landgüter und so weiter. Ich dachte, das zu leben alle. Da habe ich versagt und meine Ex-Frau ebenso. Und jetzt habe ich gelernt, dafür habe ich 57 Jahre gebraucht, dank meiner Frau, das Foto seht ihr. Ich brauchte von 2007 bis 2016, 17, da traf ich sie, 10 Jahre. Von Fragen und Sanierungen und Gefühlen, die sich entwickeln mussten, und ein gewisser Glauben, um zu entdecken. Ihr werdet das nicht raten. Ich gebe euch aber gleich die Antwort. Was ist die höchste Korrelation? Ihr hört das jetzt von mir zum allerersten Mal. 57 Jahre wusste ich das nicht. Was ist die höchste Beziehung zwischen Glück und den anderen Faktoren? Ja, Ehrlichkeit zu sich selbst und zu anderen, Treue zu sich selbst und anderen, Liebe zu sich selbst und anderen. Das ist die Glücksformel und nicht, hier seht ihr ja ein Bild, in dem ich relativ glücklich bin, aber wahrscheinlich noch geltungssüchtig. Das ist auch so ein Aspekt der Milliardäre, nicht nur Psychopathie, Soziopathie, aber eine Geltungssucht, weil man so leer ist. Hier ein Bild mit einem meiner Flugzeuge. Und der Wandel, der kam durch Traumata. Schlimmste Erlebnis und später auch Erkenntnis außerordentlichen asozialen Missbrauchs an mir. Dieses eine Bild aus einem Artikel in der New York Times, kurz nach Italien, 78 Kilo schwer bei 2,3 Meter, wisst ihr selber, dass das schlechte Mathematik ist. Darauf folgend, und das nur es belegt nur, dass ich euch keinen Bullshit erzähle, dass ich authentisch bin. Ein Artikel aus dem Manager-Magazin, Liste der aggressivsten Investoren, ein kleiner Auszug weltweit. Selbstverständlich einer der einflussreichsten Investoren. Was uns propagiert wird im blinden Reichtum, alles haben und noch mehr, ist die Antiglücksformel. Die Symbiose zwischen weltlichen Aktionen, bitte, bitte in der Passion macht nur das, was euch Freude macht und ihr werdet erfolgreich sein. Im Einklang des Äußeren mit dem Herzen und dem Gefühl. Das ist meine Message. In unserem Investmentclub geht es selbstverständlich darum, aus mittleren, großen Vermögen große und sehr große Vermögen zu machen. Ich bin mir total sicher, dass ich in 5 Jahren blind ein weiteres Milliardenvermögen aufbauen könnte. Kleiner Nachteil, ich verliere meine Frau, wiederhole einen Fehler in einem Ablaufplan, der gar nicht funktioniert hat. Das heißt, im Investmentclub, bei den Primärmitgliedern geht es um diesen Einklang und Vermögen im Außen und Reichtum im Inneren widersprechen sich nicht. Also schaut euch doch bitte den Link mal selber an. Ich wünsche mir, dass ihr versteht, dass das ausnahmlose Haben sehr viel über eine gewisse Leere sagt im Inneren. Und meine Aufgabe ist, mich mit Inhalt zu füllen und Gefühlen,
Gefühl überhaupt kennenzulernen und andererseits mein Wissen wertfrei aus Erfahrungswerten, nicht irgendwie gelogen, betrogen, irgendwie fake angeeignet, bla bla bla, authentisch zu vermitteln. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Der zweite Teil, der ist knackig, noch knackiger, weil die 2600 Milliardäre weltweit, zu meiner Zeit waren es ungefähr 1200, 1400, selbst einen Eskimo in Alaska oder einen Stamm im tiefsten Amazonasgebiet in ihrem Leben beeinflussen. Deswegen abonniert den Kanal jetzt, dann müsst ihr den zweiten Teil nicht verpasst, weil ich glaube, so einen Beitrag zu Milliardären gab es bisher nicht. Korrigiert mich, wenn ihr einen findet, im deutschsprachigen Raum. Alles Gute und ich sage con molte amore, mit viel Liebe an euch, euer Florian und Tschüssikowski. Bingo! 2 Tschüss.